zu mir, Nilan. Finde mich, wenn du kannst. Ich glaube, das ist die Ecke. Es ist immer die goldene Mitte. Wo ist sie? Wo ist sie? Ah. Wie der Gegner. Dein Widerstand begeistert mich, Schatz. Ja, klar. Das ist ganz klar diese hier. Vielleicht auch nicht. Fehler macht. Du bist mein! Mein! Senkt die Augen vor Madame! Nein, eigentlich keine Lust. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. So, ne? Jetzt schon wieder. Diesmal solltest du für immer bleiben. Achso, ja, stimmt. Zack, zack. Komm. Hier. Leider für mich. Oh, muss das sein? So, wo haben wir sie? Später zu mir! Ich hab's dir schon mal erklärt, Schatzi. Ich mag nicht. Das ist voll gut hier. Du hast nichts gelernt, während du weg warst. Doch, doch. Ich habe zum Beispiel gelernt, wie man schießt. Das ist meine starke Verbesserung. Siehst du? Ich glaube, die da. Ich bin deine Göttin! Woran soll man die echt erkennen? Okay. Ich versuche jetzt gleich mal was. Aber erstmal heilen wir uns ein bisschen. Gehorche! Wo ist sie? Du zwingst mich nicht! Wie kannst du es wagen? Eine Frechheit! So. Du bist mein! Mein! Also prügeln wir uns jetzt senk die Augen vor Madame! Damit wir die richtige finden können. Dein Widerstand begeistert mich, Schatz. Gut, uns runterprügeln. Du hast nichts gelernt, während du wenigstens, wenigstens funktioniert es so, wie ich es mir gedacht habe. Halt nicht weg. Sehr gut, Nelly.
Aber wenigstens sind wir wieder einigermaßen voll geheilt. Das ist doch schon mal was. Gehorche! Ich brauch nicht. Was meinst du, was ich hier mach, Spiel? Diese Schießviecher sind ganz schön schießwütig. Bitte zu mir! Ah, komm. Diesmal solltest du für immer. Sonst sind wir aus. Ah. Hier. Und. Kick. Was? Ich habe einfach irgendwas gedrückt, was richtig. Was richtig? Ich glaube nicht. Du Nein. bist mein. Das ist doof. Komm, ey, sag mal. Das ist doch schon wieder scheiße. Bitte zu mir! Ja, cool, uns runterprügeln. Roll halt. Du hast Ach, nee, ist das gelernt, schön. Während du weg warst. Doch, eigentlich schon. Oh, hey, ich zeig's dir mal. Nämlich das hier. Da kann man das mitmachen. Dann kann man kicken. Ausweichen. Und muss ich mal was machen? Hoffentlich nicht. Nee. Ich glaube, das war's. Okay, sehr gut. Kann ich sie jetzt auszuzählen? Jawohl. So. So. Mal kurz eine Hirnbelastung. Schule ist aus, liebe Madame. Der Force-Spammer bewegt Geräte aus der Ferne, indem er ihre Kontrollsysteme überlastet und in ihren Prozessen eine konstante Menge wertloser Daten einlagert. Madame ist ausgeschaltet. Nimm ihren Force-Spammer, um die Gedächtnisserver aufzuknacken. Halten Sie den Server eingeloggt und bewegen Sie es. Ja. Haben wir. Und jetzt? Jetzt da rein irgendwie oder so? Oder? Da haben wir dann noch mehr. Ach so. Ah. Gott. Einmal hier das ganze Zeug nach drüben bewegen. Tüdelülü. Klack. Lass mich raten. Bewege ihn noch weiter.
Oh, wir müssen eine Schiene bewegen. Oh Gott. Also es gibt ein paar Szenen im Spiel, die hätte man wirklich unterhaltsamer machen können. Oh, ich glaube, das war's. Das ist gut. Gedächtnisbefriedungsprotokolle ausgeklinkt. Synchronisiere Backup mit Ursprungsspeichermedien. Du hast es geschafft! Du hast die Terroristenrevolution neu gestartet! Alle unsere Kameraden haben ihr Gedächtnis wieder! Was meinst du? Zelle um Zelle geschändeter Gehirne. Alle bekommen ihr gestohlenes Gedächtnis zurück. Die Neugeburt. Noch ruhelos sind ihre Köpfe voll Zorn. Die neu gewonnene Freiheit befeuert vom Hunger nach sofortiger Tat. Und totgeglaubte Überzeugungen, gestärkt in der Gefangenschaft, entsteigen sie dem Chaos, eine neue Menschlichkeit zu schmieden. Nichts hält unsere Kameraden auf. Wo ist mein Gedächtnis? Ich fühle nichts. Keine Sorge. Wenn etwas hier funktioniert, dann ihre Backups. Deine Zeit wird kommen. Edge! Edge! Die Wiederherstellung war nur partiell. Es gibt immer noch Löcher. Ich fühle es. Weiße Flecken. Das war nicht alles. Komisch. Vielleicht hat Madame dein Gedächtnis woanders hin übertragen. Mein Verbrechen! Ich erinnere mich! Ich habe ihn getötet! Wen hat sie getötet? Sir, die Zeremonie im Gericht beginnt in Kürze. Wir sind auf dem Weg in... Ich weiß. Warte eine Minute. Anruf Alexia. Verbindung unmöglich. Bitte Nachricht hinterlassen. Alexia, verdammt, ruf an! Ganz Paris schaut sich meine Ernennung an. Du kannst mich nicht hängen lassen. Ich brauche dich dort. Nachricht aufgezeichnet. Egoistische Kuh. Als Erinnerung, 4 Tage zuvor. Die Trennung. Egoistische Kuh! Ich hab dir alles weg, ohne Murren, meine besten Jahre. Blödsinn. Du ruinierst meine Karriere, bevor sie anfängt. Weil ich auf einem Foto nicht neben dir stehe? Du schwindst, Frank. Ich hab keine Lust mehr. Alex, wag es nicht zu gehen. Fick dich, Frank. Oh. Alex! Und bring sie vorhin dazu, Alexe zu töten. Tja, das ist aber eine Szene, die kennt man eigentlich so aus den Trailern mit. Waffensicherheit. Entfernen. Weil ich auf einem Foto nicht neben dir stehe? Du schwindst, Frank. No. Du schwindst, Frank. Da, ich möchte gerne an den... Schwindst. Ich hab... Schwindst, Frank.
Frank. Oh, das gibt's ja wohl nicht hier. Du Foto. Ja, komm. Ohne Murren, meine besten Jahre. Warum kann ich nicht meine besten Jahre. Ohne besten Jahre. Oh. Ich gab dir alles, Frank. Ohne Murren, meine besten Jahre. Schau mal, das Spiel, das ist aber Jahre. Gerade... Meine besten Jahre. Blödsinn. Du ruinierst meine Karriere, bevor sie anfängt. Waffensicherheit entfernen, so. Weil ich auf einem Foto und ich neben dir stehe? Du schwindst, Frank. Na komm, mach doch da was. Foto nicht neben dir stehen. Dir stehe. Du schwindst, Frank. Ich hab. Frank. Oh Mann. Du ja, ja, komm, verschieb den. Schwindst, Frank. Schwindst, Frank. Ich hab keine Lust mehr. Oh, passiert jetzt noch was? Wage es nicht zu gehen! Fick dich, Frank! Das passt nicht. Alex! Bitte zurückspulen. So, komm, weiter zurückspulen. Okay. Egoistische Kuh! So. Umstoßen. Pling. Ich gab. Oh, sag mal. Ich gab. Diese. Ich gab dir alles. Oh. Nicht ganz. So, komm. Ja, das darf runterfallen. So. Ups, wir haben ihn erschossen. Ich gab dir alles, Frank. Ohne Murren. Meine besten. Koffer GPS. Machen wir es auch mal kaputt. Kann nicht schaden. Blödsinn. Du ruinierst meine Karriere, bevor sie anfängt. So, jetzt können wir die entfernen. Weil ich auf einem Foto nicht neben dir stehe? Jetzt trifft er das wahrscheinlich noch. Alex, wage es nicht zu gehen! Jetzt haben wir ihn schon wieder umgebracht. Ja, komm, du darfst liegen bleiben. Weil ich auf einem Foto nicht neben dir stehe? Du schwindst, Frank. Alex! Ah, Moment, müssen wir vielleicht den Hocker... Nee. Hocker. 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 Verschieben. Schwindst, Frank. Alex! Wage es nicht zu gehen! Was? Willst du mich erschießen? Du kippst ja gleich um. Geht trotzdem. Piff, puff. Komm, Frank. Du entsicherst doch nie. Heute schon. Alex! Was? Okay. Macht er sich bestimmt gleich aus Vorwurf selber kalt. Was ist unser Verbrechen? Sir, wir kommen, um Sie zum Gericht zu begleiten. Wir können nicht länger warten. Schweine. Deswegen kriegt ihr mich nicht. Es war ein Unfall.
Den Gefallen tue ich euch nicht. Tut mir leid, Alex. Tut mir so leid. Okay, gewonnen, Frank. Frank! Das Herz einer Mutter ist ein Abgrund, an dessen Boden sich stets Vergebung finden lässt. Okay. Der Überfall auf die Bastille brachte nur weitere Täuschung und emotionale Löcher. Sicher, Madames Herrschaft ist zu Ende. Aber meine Vergangenheit bleibt mir dennoch fremd. Ohne mein Gedächtnis habe ich keine andere Wahl, als Edges Anweisungen mit hohler Überzeugung zu folgen. Und obwohl die hier erlebten Gräuel mich zur Erroristin machten, nagt mir die wiedergewonnene Erinnerung an meine Untat an der Seele. Ich trieb jemanden in den Selbstmord. Was habe ich sonst getan? Schlimmer? Edge sieht nur Grund zum Feiern. Unsere befreiten Genossen haben sich rückbesonnen und den Kampf gegen die Sensen-Technologie neu aufgenommen. Und jetzt will er das Rückverwandlungsprojekt ins Herz treffen und Memorize auf ewig zerstören. Sein Plan: die Bienenkönigin fangen. Cilla Cartier-Wells, Präsidentin von Memorize. Ich muss ihr Weltbild remixen, ihre Vergangenheit entzerren und ihr Herz erweichen. Und so fragte ich mich, ist ein Sieg den Verlust meiner Seele wert? Hebt ein Verbrechen ein anderes auf? Die alte Nillin schien es zu wissen. Doch diese Nillin, sie hat keine Ahnung. Episode 5. Oh, Kopfschuss. Das klingt nicht gut. Ich glaube, ich weiß, wie wir sie loswerden. Du wirst die Memorize-Zentrale infiltrieren. Finde diese Hündin Cilla und mach Schluss mit ihrem Rückverwandlungsprojekt. Vernichte ihre irre Vision. Sie darf keinesfalls eine Leaper-Armee aufbauen. So, aber das würde ich sagen, verhindern wir beim nächsten Mal. Also, bis dahin, Leute. Ciao.